Es war so etwas wie ein Klassentreffen am Montagabend in der Stauder Brauerei in Essen. Unzählige Legenden des Revierfußballs trafen aufeinander. Der Anlass? Die Buchvorstellung von Reviersportautor Kai Griedenkerl. Er hat sich im Laufe der Jahre mit 82 ehemaligen und aktiven Fußballern aus dem Ruhrgebiet unterhalten und diese Treffen in einem Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel Atta, Ennerts, Susi, Eve, 82 Köpfe des Revierfußballs. Und abgesehen von Michael Susi Zorc waren auch alle Namensgeber vor Ort. Moderator Manni Breukmann leitete die launige Gesprächsrunde mit Atta Lamek, Ennerts Dietz und Eve Eigenrauch. Ihr wart damals die Unabsteigbaren. Warum? Ja, weil wir nie abgestiegen sind. Doch, ja, das ist schön, Dank. Schönen Dank für diese Antwort. Die Plauderei über die alten Zeiten machte den Legenden sichtlich Spaß und der ein oder andere fühlte sich geehrt, im Titel eines Buches verewigt zu werden. Ja, natürlich ist man erfreut und geehrt darüber, weil vor allen Dingen auch hier, es geht um den Ruhrgebietsfußball und auch der heutige Tag schon allein, wie viele bekannte Gesichter man wieder gesehen hat, wo wir früher auch Gegner waren. Ne? Und das ist eine tolle Geschichte, dass ich auch mit dabei bin und dann auch, glaube ich, zwei Seiten habe, die mir gezollt werden und das spricht auch für den Ruhrgebietsfußball. Macht das dann doch ein Stück weit stolz, wenn man da verewigt wird, direkt auch mal im Titel oder ist das schon fast unangenehm? Ja, stolz nicht, aber ich fühle mich natürlich geschmeichelt, genauso wie es früher war, die Bekundung, Sympathiebekundung des Publikums, fand ich nett. Und heute ist ja auch der Titel Eve nicht einfach Eve ausgeschrieben, sondern mit mehreren Ys als Hinweis darauf, dass es durchaus früher üblich war, diesen Namen dann beim Einlaufen oder bei der Namenszählung etwas langgezogen zu rufen, zu schreien. Das freut mich natürlich. Ja, ich denke mal, es ist irgendwo schön und man ist auch gewiss stolz. Und ich denke mal, es ist auch irgendwo eine Anerkennung für das, was man irgendwann geleistet hat. Ja, ich denke, 457 Bundesligaspiele, gibt es heute nicht mehr viele, die 457 Bundesligaspiele beschreiten. Und deswegen bin ich auch stolz darauf, dass ich sie gespielt habe und natürlich auch, dass ich in dem Buch mit erschienen bin. Gibt es irgendeine von diesen 82 Persönlichkeiten, also dann 81 andere, die Sie heute wieder getroffen haben, wo Sie sich besonders gefreut haben, wo Sie gesagt haben, Sie schon sehr lange nicht mehr gesehen haben oder sowas? Eigentlich nicht, weil, ja gut, den einen oder anderen trifft man schon öfter, aber so nachhinein. Und da muss man auch schon mal stutzen, da muss man sich ins Gesicht schauen, ne, weil wir Männer haben, glaube ich, die Angewohnheit, das auch ein bisschen zu verändern. Und das ist ja auch hier ein oder andere Mal passiert, aber hat wieder wirklich Spaß gemacht. Und ich fahre jetzt wieder mit einem Glücksgefühl nach Hause, weil ich gesagt habe, guck mal, Mensch, das waren die Zeiten, wo wir gespielt haben. Ne, man hat noch diese Kontakte, man hat Erlebnisse zu erzählen und das war heute sehr reichlich. Und trotzdem heute jemanden mal wieder getroffen, den man lange nicht gesehen hat, wo man sich darüber gefreut hat, irgendwie Weggefährten? Ja klar, mehrere Mitspieler von früher, beziehungsweise Leute zumindest, die man noch kannte, die man lange nicht gesehen hat. Ich selber bin ja auch ein bisschen zurückgezogener, wie vorhin schon eingangs erwähnt, was die Öffentlichkeit anbetrifft. Insofern freut man sich dann immer mal wieder, die Leute zu treffen, ein paar Minütchen miteinander sprechen zu können. Da habe ich auch Spaß dran. Ja, deswegen habe ich mich, wie gesagt, sehr auf diesen heutigen Abend gefreut. Vor allen Dingen auch so, ich sag mal, Leute, mein alten Trainer Kalli Feldkamp, den ich seit, ja, glaube ich, bestimmt 8, 10 Jahre nicht mehr gesehen habe, habe ich mich heute besonders gefreut, auch den wieder zu sehen. Und das sind, wie gesagt, deswegen solche Abende, solche Veranstaltungen können von mir aus durchaus öfter stattfinden. Wir hoffen einfach, dass Kai Griedenkerl noch ein, zwei Bücher von dieser Art schreibt und alle wieder eingeladen sind. Ja, man muss ja nicht unbedingt Bücher schreiben, man kann auch so einladen. Reviersport, die Sportzeitung.